Gell, es ist kalt da drinnen. Jetzt lüt doch endlich am F&H an. Die dichten die Fenster in einem Tag ab. Ja, Schätzchen, ich mache es sofort. F&T Fensterabdichtung. Rissen Sie Ihre Fenster nicht raus. Wir sanieren sie. Und während das eine Schiff gerade aus der Taufe gehoben wird, ist das andere Schiff, das hier am Hafen anzutreffen ist, schon bereits 100 Jahre alt. Rolf, wie heisst das Schiff und was hat es für eine Geschichte? Schiff heisst Jupiter, ist ein Motorschleppboot. Baujahr 1912, also im gleichen Jahr, wo Titanic auf ihre Jungfraufahrt gegangen ist, ist auch der auf die Jungfraufahrt gegangen. Der Unterschied ist, der lebt noch. Und ich wollte gerade sagen, wir sind immer noch drauf, das Schiff ist absolut tadellos in gutem Zustand. Genau, wir geben sehr viel Sorge dazu. Wir nutzen das privat und machen mit dem auch Ausbildungsfahrten für angehende Binnenschifffahrtskapitäne im Freizeitbereich. Du sagst, wir machen. Wer ist wir und was macht man denn den ganzen liebe langen Tag auf dem Rhein? Also wir ist meine Frau und ich. Und was macht man? Ja, also was man an Bord lernt, ist der ganze Umgang mit den anderen Verkehrsteilnehmern auf dem Rhein. Also mit dem professionellen Schiff, sich richtig zu unterhalten, sich richtig einen richtigen Umgang zu pflegen mit denen und die nicht zu behindern. Was macht man sonst noch? Man genießt das Leben. Es ist wunderbar, es ist 100 Jahre alt und es ist picobello. Gehen wir nochmal schnell aufs Schiff zurück. Was sind denn die Aufgaben gewesen, die so ein Rheinschlepper überhaupt hat? Wie muss man sich das vorstellen? Also Jupiter war ursprünglich mit einer Dampfmaschine ausgerüstet und war gedacht für den innerholländischen Verkehr auf den innerholländischen Wässern. Jetzt wird er hier auf dem Rhein benutzt. Er ist natürlich auch rheintauglich. Er fährt mit einem Caterpillar, 240 PS, Dieselmotor, ist er jetzt angetrieben und ja. Du hast jetzt gerade so von Strahlen, wo du vom Motor geredet hast. Ich bin selber nicht so motorengängig, aber das ist offensichtlich noch ein richtiger Knaller. Ja, das ist auch der Motor ist schon fast 50 Jahre alt und treibt das Schiff immer noch flüssig und zuverlässig an.